Vor 400 Millionen Jahren warfen die Elemente der Natur ihre Kräfte zusammen, um einen makellosen Stein zu formen. Blaugrau schimmert das Mineralgestein, wenn es aus den Tiefen der Erde auf die Dächer der Welt gelangt. Bei Hradčík, einem der größten Schieferproduzenten Mitteleuropas, liegt alles in einer Hand: Erschließung, Abbau und die Fertigung der Decksteine. Vielfalt, Haltbarkeit und Tradition. Den naturreinen Schiefer holten schon die alten Römer aus dem Mayener Katzenberg. Moselschiefer, ein Baustoff, der seit 2000 Jahren Geschichte macht. Der Bodenschatz liegt in rund 300 Meter Tiefe. Die Stollen und Strecken des Bergwerks reichen 27 Kilometer weit. Hier schlummern drei große Schieferlager. Die Bergleute von Hradčík wissen, das Vorkommen zählt zu den besten der Welt. Doch der Weg zum puren Schiefer ist hart. Die Richtstrecke dorthin muss mit besonderen Mitteln freigekämpft werden. Sprengmeister sein, kein ungefährlicher Job. Vorsicht, es brennt! Mit speziell hierfür entwickelten Maschinen wird der Berg angesägt. Die Abbaukammer. Hier in der Schieferader schlummern sie, die schönen Dächer. Diamantbesetzte Sägeblätter teilen das Gestein in handliche Blöcke zu einer Tonne. Nur wie bekommt der Bergmann den Klotz von der Wand? Auch für diese Arbeit gibt es eine Sonderentwicklung, der Untertage Spalthammer. Behutsam und Stück für Stück wird der Moselschiefer, der tiefe Schatz der Eifel, herausgebrochen. Gut 20 Quadratmeter Dach werden das einmal sein. Der Spezialradlader transportiert den Schieferblock über scheinbar endlose Stollen und Sohlen zum Untertagebahnhof. Höchste Anforderung an Mensch und Material. Das schwere Gerät will zentimetergenau bewegt werden. Die Hradčík-Profis verstehen ihr Geschäft. Per Eisenbahn rollen die Steine Richtung Schacht. Den Schiefer wird jetzt nichts mehr aufhalten. Glück auf, heißt es unter Tage. Die Bergleute pflegen ihre Tradition und ihren Glauben. Die heilige Barbara, sie schützt die Männer. Trotz der ausgeklügelten Technik geht es nicht ohne Muskelkraft. Der Schacht, einzige Verbindung zur Welt nach oben. Das Zeichen für die Fahrt ans Licht, zweimal Schlag. Die Förderkörbe werden von Übertage gesteuert. Im Maschinenhaus zieht eine große Winde die schwere Last über ein Stahlseil nach oben.
Kein Schacht, sondern eine Rampe verbindet Unter- und Übertage beim Bergwerk Margareta. Eine Besonderheit in der Welt des Schieferabbaus? Der Serpentinentunnel, der 485 Meter lang in die Tiefe führt. Hier können sogar Laster fahren und den Moselschiefer direkt einladen. Am Katzenberg haben die Loren noch lange nicht ausgedient. Nach Millionen Jahren Dunkelheit lässt sich der Schiefer von der Sonne bescheinen. Doch bevor der Dachdecker den Naturstoff aufs Dach verlegt, schlägt die Übertagemannschaft von Rácek zu. Speziell ausgebildete Schieferfachkräfte bringen die Blöcke in Form. Lasertechnik steuert das Sägen in Decksteingröße. Die bergfeucht gehaltenen Blöcke bekommen millimetergenaue Kanten. Erfahrung und Können braucht der Spalter. Mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß zerteilt er den Block in ca. 5 mm starke Platten. An dieser Stelle zeigt sich, wie gut der Schiefer wirklich ist. Würden Gesteinsstörungen die Glimmerlagen des Schiefers beeinträchtigen, wäre eine exakte Spaltung unmöglich. Die ganze Arbeit hätte sich nicht gelohnt. Die charakteristische Form der altdeutschen Deckung, der Königsdisziplin bei Schiefereindeckung, entsteht auch per Hand. Der Zurichter bearbeitet den Stein, als ob die Kanten eingraviert wären. Magier des Schiefers. Die Löcher für den Nagel des Dachdeckers. Erst jetzt ist der Stein bereit für die Dächer der Welt. Erst jetzt liefert ihn Rácek in alle Himmelsrichtungen und erst jetzt bekommt er das Prädikat Moselschiefer. Die außergewöhnliche Qualität der Decksteine aus Main lässt sich auch wissenschaftlich belegen. Im betriebseigenen Labor führen Forscher petrographische Untersuchungen durch. Der Schiefer muss unter dem Spezialmikroskop Farbe bekennen. Diagnostiziert werden selbst kleinste Unregelmäßigkeiten in den Glimmerlagen, die zur Minderung der Schieferlebensdauer führen. Nur das Perfekte erhält den Namen Rácek. Ob Betondachpfannen, Biberschwänze oder Tonziegel, kaum ein anderes Material stellt für den Dachdecker eine reizvollere Herausforderung dar als Schiefer. Jeder Stein ist anders, ist pure Natur. Das Geschick des Meisters auf dem Dach ist mitentscheidend, wie schön sich das Schieferdach an das Haus schmiegt. Architektur ist eine Kunst. Schieferdächer gehören dazu. Große Baumeister inspirierte der Naturstoff zu einer kreativen Baukultur. Baustile wurden geprägt und Schiefer spielte dabei eine große Rolle. Alte Gebäude erstrahlen durch das scheinbar lebendige Dokument der Erdgeschichte, seidig schimmernd und edel. Gerade bei komplizierten Dachlandschaften zeigt Schiefer sein ganzes Können. Jede Gaube, jeder Giebel, jedes Türmchen erhält durch Schiefer einen Schmuck. Farbiger Schiefer als besonderes Gestaltungselement. Harmonie ganz weit oben. Schwierige Stellen entwickeln sich zu formschönen Details. So können Dächer voll zur Geltung kommen. Pfiffige Lösungen mit Schiefer werden zum Ausdruck einer behaglichen Wohnatmosphäre.
Auch am Rhein bekleidet Moselschiefer historische und repräsentative Prachtbauten. Aber schon längst ist Schiefer auch für die moderne Architektur wiederentdeckt und bekrönt gängige Einfamilienhäuser mit einem individuellen Dach. Die Genovefa-Burg, Wahrzeichen der Stadt Main. Der vornehme Glanz des heimatlichen Gesteins ist auch hier zu Hause. Das Dach eingedeckt mit Hradscheck-Schiefer. Hradscheck. Das moderne Unternehmen ist weltweit unterwegs, um eine jahrtausendealte Tradition fortzuführen. Schiefer. Dekorativ und preiswert zugleich. Ein Baustoff für immer.